Okay, es ist total bescheuert. Nee, es ist nicht bescheuert, es ist total simpel. Und zwar, wir haben ja dort einen Wissenseintrag aufgenommen. Und im Wissenseintrag steht es einfach drin. Bin ja ein Idiot. Oh Mann. Ja, super. Schön, dass es jetzt hier nicht mehr steht. Ah, Wissen. Global. Gruppen. Nee, Quatsch. Veranstaltungen. Ja. Erinnerung, 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 bla bla bla. Naja, wie auch immer, wir müssen zur Küste. Wo bin ich denn jetzt? Da bin ich jetzt. So. Wir müssen also zur Küste. Boah. Tut mir jetzt echt leid, Freundin, dass ich jetzt nachgucken musste, aber ich hatte keine Ahnung. Ich bin in solchen Nachforschungsquests immer ziemlich scheiße. Ich bin lieber der Typ, der macht's genau wie der hier, der steckt einfach alles in Brand und macht's dann nieder. Das ist simpel, einfach und die Lösung für alles. Merkt's euch. Nein, natürlich nicht. Nein, Quatsch. Gewalt ist nicht immer eine Lösung. So, jetzt werde ich auch noch von so einem scheiß Viech angegriffen. Na komm schon. Weg mit dir, weg mit dir, weg mit dir. So. Und auf alle Fälle müssen wir nach einem ganz kleinen Boot Ausschau halten. Und ich will ja wirklich nichts sagen, aber kann es das sein, dass diese Dinger, die hier auf dem Boden liegen, vielleicht Katzen, Käfige oder sowas in die Richtung sind? Ich meine, das ist jetzt nur eine Vermutung, ich kenne mich da nicht aus. Aber es sieht ziemlich danach aus. Wobei. Nee, wahrscheinlich doch nicht. Oder doch, man weiß es nicht. Und da oben ist noch Wissen. Kommen wir da dran? Aber super, wo müssen wir denn da lang? Da ist ein Hummer drauf. Das ist mir auch noch nie aufgefallen. Naja, wir holen uns mal noch kurz den Wissenseintrag. Ich hoffe, wir kommen da gut dran. Wir müssen da wahrscheinlich um die Ecke springen, ne? Ja, juhu. So, den nehmen wir natürlich mit. Hä? Ach komm! Oh, wie behindert. Muss den halt von hier oben platt machen, geht ja auch. Boah, was? Wieso regeneriert es sich jetzt? Oh Mann. Ah, zum Kotzen. Komm, stirb einfach. Ja, geht doch. So. Da haben wir den Wissenseintrag. So, und jetzt gucke ich mal kurz von hier oben. Sehe ich denn irgendwo ein Boot? Ein Boot. Denn ich habe gerade eben auch beim Telefonanruf wenig darauf geachtet, dass uns ja die Madame Auger so ein bisschen indirekt erzählt hat, dass der Sheriff, der Andy, seine Kätzchen umgebracht hat. Also ehrlich gesagt, ich habe das jetzt nicht rausgehört, aber anscheinend ist es so. Und er soll sie ertränkt haben. Sprich, hier muss irgendwo was sein. Wieso auch immer ein Boot dafür braucht. Oder ist er dann rausgefahren und hat die umgebracht? Alter. Muss ja ein ziemliches Arschloch sein. So, wir sind jetzt hier oben. Ich gehe jetzt mal. Ich habe keine Ahnung, wo das sein soll. Das Boot könnte genauso gut auf der anderen Seite sein. Ich geh jetzt mal oben lang, weil wir von hier oben einen guten Überblick haben. Aber ich glaube, hier ist es wahrscheinlich nicht, oder? Oder doch? Ich glaube, hier müsste es irgendwo sein. Ich habe echt keine Ahnung. Freunde, wir müssen jetzt ein bisschen die Küste abklappern. Ich gehe jetzt mal hier rüber. Ich glaube nicht, dass da unten irgendwas ist. Es ist wahrscheinlich eher hier oben, ne? Oh nee, nicht schon wieder die. Oben ist nur ein Truck. Da hinten ist ein Boot. Was könnte es sein, nicht wahr?
Ich werfe jetzt mal kurz noch die Schoten weg. So, Schote kaputt. Jetzt öffnen die sich noch, während wir dann nebendran stehen. So. Gut. Nee, okay, das ist es nicht. Oder? Oder ist es das? Hier liegt Bier und eine alte Feuerstelle ist da. Aber ich sehe wieder nichts. Können wir was anklicken? Nein. Gut. Oder besser, schlecht, aber... Ist da was? Dann gehe ich mal da hoch jetzt. Irgendwo muss es ja sein. Ich meine, ganz ehrlich, wo ist denn der Andy hingegangen, um sowas zu machen? Wahrscheinlich ist er noch aufs Meer rausgesegelt. 5 Kilometer vor die Küste und hat dann... Mann, das gibt's doch nicht. Ich meine, ganz ehrlich, ich weiß jetzt, wonach ich suche, ich finde es trotzdem nicht. Ich meine, ganz ehrlich, wenn ich jetzt danach gesucht hätte, also richtig danach gesucht hätte und nicht nachgelesen hätte, ich meine, ganz ehrlich, das findest du ja nie. Das geht ja gar nicht. Da bist du ja wahnsinnig. Und, ist es das vielleicht? Nee, das kann nicht sein, oder? Nee. Sieht aber cool aus eigentlich, das Boot. Und hier sieht es aus, als wäre hier ein Boot abgeladen worden. Es könnte es sein, vielleicht. Ich weiß es nicht. Und mal ganz realistisch gefragt. Wenn der Kerl seine Katzen umbringt, was ja ziemlich pervers ist, dann fährt er hierher mit dem Boot. Huch, jetzt habe ich verklickt. Nein! Fährt er hierher mit dem Boot, am besten noch mit dem Auto, und lässt Auto und Boot hier stehen? Wieso? Wie, jetzt mal im Ernst, ich meine, da waren ja noch keine Zombies da wahrscheinlich. Ich meine, wer macht sowas? Ich meine, man muss total behindert sein, Entschuldigung, beschränkt sein, um auf die Idee zu kommen, ganz ehrlich. Ich meine, seien wir doch alle realistisch. Das ist so, wenn man jemanden umbringt und ein Namensschild da lässt. So in die Richtung, am besten nur eine Visitenkarte. Rufen Sie mich an. Für weiteres Blutvergießen wählen Sie die... bla bla bla. Wieso kann ich nicht sprinten? Ich werde schon wieder angegriffen, aber von was? Hallo? Hallo? Ich werde doch gar nicht angegriffen. Was ist denn das? Spackt wieder alles rum hier. Ich glaube, ich bin schon wieder viel zu weit. Wie dir, Vater? Es ist aber nicht der wie dir, Vater, oder? Was soll ich denn mal platt machen? Ich mach dir mal platt. Was soll's? Ganz ehrlich. Oh, nee! Nee, jetzt greifen mich die ganzen Mistviecher an. Oh, Kacke. Okay, ist mal ein Fehler. Tut mir leid. Ne! Alter, komm! Das ist ja mehr als unfair. Ich muss ja nicht, dass mich gleich alle angreifen in der ganzen Region hier. Alter, fuck it. Ah ja, natürlich, kommen noch mehr. Ist ja das Normalste von der Welt. Jetzt hänge ich hier am Baum fest. Was ist denn das? Ich schieße jetzt auf den Tiervater weiter. Vielleicht habe ich Glück und ich töte ihn, bevor ich drauf gehe. Ich glaube, das ist er sowieso nicht. Nee, es ist er nicht. Mist. Okay, umsonst gestorben, aber was soll's. Fuck it. Oh Mann, lass mich doch in Ruhe. Keine Chance gegen die. Ich brauche gar nicht mehr gegen sie zu kämpfen. Ich habe nur 860 Leben. Aber Schaden machen die mir auch keinen. Keinen richtigen zumindest. Nicht mit den Fernkampfangriffen. Wenn ich Glück habe, schaffe ich es vielleicht aus der Reichweite raus und sterbe nicht mal. Ja, geil.
Na super, und wir sind kein Stück weitergekommen. Ich meine, ganz ehrlich, ich meine, ich finde solche Nachforschungsquests einerseits ganz cool, weil es ein bisschen Abwechslung ins Spiel reinbringt. Aber jetzt mal in vollem Ernst, wer löst denn diese Quest, ohne im Internet nachzugucken? Ich meine, ich löse sie ja nicht mal, obwohl ich nachgeguckt habe. Weil ich keine Ahnung habe, wo das sein soll. Und ja, ich weiß, auf der Internetseite standen wahrscheinlich auch die Koordinaten. Aber ich will es ehrlich gesagt auch nicht übertreiben. Ich meine, da kann ich mir gleich die ganze Quest durchlesen. Aber das wird wahrscheinlich nötig sein, wenn ich es nicht bald finde. Hä? Inkognito? Was ist denn das? Wieso ist der gelb? Scheiße, den können wir wahrscheinlich gar nicht besiegen, aber... Der sieht ganz cool aus. Ich glaube, den greife ich mal an. Warte mal, wir haben nur noch... Ja, Umschalt 3 haben wir noch Tränke drauf. Perfekt. Greifst du mich an? Ja, warte mal. Den packen wir mal noch hier hin. Und dann... Schnappen wir uns mal kurz noch einen Buff, wenn wir noch einen haben. Nein, wir haben keinen. Ah, doch, wir haben noch einen. Ja, komm. Mist! Ach, komm. So. Umschalt 2. Okay, da warten wir noch kurz. Der hat 7000 Leben. Ist es realistisch, dass wir das schaffen? Aber das ist auf jeden Fall ein Halloween-Event. Es muss ein Halloween-Event sein. Wieso hat der eigentlich... Was macht der denn? Huch. Ach du Scheiße. Alter, wie geht der denn ab? Alter Vater. Ich meine, der ballert mit Quests, um sich. Der ballert mit Fähigkeiten um sich. Aber er trifft uns gar nicht. Hey! Ich dachte schon, der will wegrennen. Oh, der will. Nee, der will nicht wegrennen. Wow. Hä? Sack. Hallo? Sack benutzen? Sie können das jetzt nicht benutzen. Hä? Was habe ich denn gekriegt? Kürbislaterne. Wie geil ist das denn? Ich habe ein Gegenstück. Ich habe ein Dings gekriegt. Eine Kürbislaterne finden. Wie geil ist das denn? Ich habe gerade tatsächlich Dingsgegenstand, ne? Ein Garderobengegenstand gefunden. Wie geil ist das denn? Och komm, das nehmen wir. Ach, wie geil. Schön. Ey, das ist ja mal mega geil. Also dieses Halloween, diese Halloween-Events in The Secret World sind ja wirklich der Shit. Die sind Wahnsinn. Ich finde es mega geil, ganz ehrlich. Dass man hier so zufällige Sachen einfach finden kann. Respekt, also wirklich. Ich glaube, kein anderes Spiel macht es so wie The Secret World. Diese Halloween-Events, also... Oder irgendwelche anderen Events generell. Huch, wollte ich gar nicht. Aber sehr geil. So, und jetzt haben wir für alle Zeiten diese Kürbislaterne. Ist ja immer mega geil. Und einen Erfolg haben wir dafür auch noch gekriegt. Da drüben sind Boote. Sind das vielleicht die Boote? Ich weiß es nicht. Ansonsten muss ich echt nochmal nachgucken. Aber ganz ehrlich, hätten wir jetzt nicht gesucht, sondern hätten wir uns gleich die Koordinaten rausgeholt, dann wären wir wahrscheinlich auf diesen Inkognito nicht gestoßen und hätten jetzt nicht die Kürbislaterne. Ist doch auch was. Manchmal ist es halt doch ganz geil, wenn man mal ein bisschen sucht. Obwohl es mir jetzt gerade wirklich auf den Sack geht. Boah, Freunde, und ich bin schon wieder viel zu nah am Mikro. Ich brüll wahrscheinlich wieder alles zusammen hier. Aber dabei will ich doch überhaupt nicht übersteuern. Mann. Ich will jetzt weiterkommen. Achso, jetzt bin ich wieder hier. Boah, ich bin so gut. Okay, Freunde, jetzt machen wir es mal anders. Jetzt suchen wir uns echt mal die Koordinaten raus. Weil, ganz ehrlich, wie soll ich das denn lösen? Es geht nicht. Ich kann hier noch eine halbe Stunde oder eine Stunde an der Küste entlang laufen. Ich habe keine Ahnung, wo das ist. Das miauende Tier. Aber immerhin haben wir die Möglichkeit, in-game einfach mal reinzugucken. Finde ich eigentlich ganz geil. So, wehe, jetzt kommt Werbung. Und zwar...
748378. Das ist hier? Mein Wiederbelebungspunkt Journey's End? Ein bisschen höher hier. Dann gehen wir halt dahin. Von mir aus. Es ist sogar geradeaus. Und wirklich, für diejenigen, die sich jetzt sagen, boah, was kannst du in die Lösung gucken und so weiter, such doch lieber. Freunde, ganz ehrlich, ich könnte jetzt danach suchen. Wirklich, wirklich, ich könnte danach suchen. Aber ganz ehrlich, bis ich den Scheiß gefunden habe, habe ich 2 Aufnahmesessions hinter mir wahrscheinlich. Und ganz ehrlich, wollt ihr sehen, wie ich hier ewig durch die Gegend laufe und einfach nichts gebacken krieg? Ja, wahrscheinlich schon, aber muss ja nicht sein, ne? Ich meine, wir müssen ja das Let's Play nicht unnötig in die Länge ziehen. Und ich hab's gefunden. Da ist er. Was? Werwolf? Was? Werwolf? Ponch, Freitag und Dolly? Sind das die Katzen? Was sind die Katzen? Was? Oh, oh. Okay, okay. Ich glaube, die Katzen wollen Rache. Oh Gott. Katzen übernehmen die Weltherrschaft. Oh, das sind keine Katzen, das sind doch Werwölfe. Jetzt komm jetzt. Gut, den haben wir auch. So. Die 13 hängen an ihren Zungen. Ich höre das ständig. Können Sie damit was anfangen? 13 hängen an ihren Zungen. Wir sollen nach Solomon Island. Moment. Solomon Island. Blue Ridge Tunnel. Solomon Road. Kingsman. Wartet mal. Die Gruppe da auf Solomon. Achso, Solomon Island. Wir sollen nicht nach Solomon Island. Wir sind ja auf Solomon Island. Oh Gott. Ich dachte jetzt schon, es gibt ein Gebiet, das heißt Solomon Island. Das nächste Gebiet ist doch Blue Mountain und Lost Coast. Oder ist es Lost? Nee, Savage Coast ist es. Oh Gott. Was ist nur los mit mir? Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Furchtbar. Und das, obwohl ich dieses Spiel ewig gespielt habe. Naja. Die Gruppe. Und immer noch Spiele. Wir sollen die Gruppe der 13 Katzen finden, die irgendwo an ihren Zungen hängen. An ihren Zungen. Wo hängt man an seinen Zungen? Zungen. Ist hier vielleicht eine Straße, die so heißt? Ich meine, ich weiß nicht mal, ob das jetzt überhaupt in dem Gebiet ist. Ich gehe mal davon aus. Ach komm, jetzt verarsch mich doch nicht. Wieso greift er mich überhaupt noch an? Ah. Wir steigen gleich wieder auf. Ich habe immer noch keine Ahnung. Die an ihren Zungen hängen. Katzen, die an ihren Zungen hängen. Wieso Zungen? Und vor allem, ich sehe es ja jetzt erst. Es gibt ja hier eine Arkham Avenue. Cool. Ich werde angegriffen. Wie das? Oh. So. Vielleicht sollen wir... Vielleicht... Sollen wir ja eine Straße finden, die so heißt. Zunge heißt Tongue auf Englisch. Das heißt vielleicht... Eine Tongue Street gibt es bestimmt nicht. Priest Hates. Langmore Troll. Langmore Bridge. Priest Island. Priest Island. Kingsman. Okay. Wisst ihr was? Wir gehen mal ins nächste Gebiet. Ich glaube... Vor allem, weil da steht, die Gruppe der 13 Katzen auf Solomon Island finden. Das kann auf der ganzen Insel sein. Gottes Willen. Dann gehe ich jetzt mal hier lang.